Chutney kommt ja ursprünglich aus Indien. Wurde da als pürierte kalte Soße, als warm, also als gekochte Soße mit zu essen gegeben. Die Engländer haben es dann in ihrer Kolonialzeit nach England gebracht und dann kam es natürlich irgendwann auch zu uns. Auch als Relish, manche sagen auch Marmelade dann dazu. Aber eigentlich ursprünglich ist es Chutney. Also normalerweise würden wir die Tomaten jetzt blanchieren. Wir machen jetzt aber mal die Schnellvariante und die für Könner. Dazu braucht er natürlich ein scharfes Messer, bisschen Fingerspitzengefühl. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie immer Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram und natürlich abonniert uns. Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos für euch machen können.